Ich bin Christian Lächelt. Ich bin Projektleiter für die Neugestaltung des Museums im Schloss der Porzellanmanufaktur Fürstenberg. Neben mir steht Herr Friedemann Schnur von der Kulturgut Fürstenberg gemeinnützige GmbH. Fürstenberg ist ein sehr spannender Ort, denn hier verbinden sich Historie mit Gegenwart. Das heißt, Sie haben hier ein interessantes Baudenkmal mit Schloss Fürstenberg. Hinzu kommt natürlich die Porzellanmanufaktur mit ihren herausragenden Produkten, die man hier sowohl in Historie als auch in Gegenwart kennenlernen kann. Die EFRE-Förderung ist Teil des großen Masterplans hier zur Revitalisierung des Schlossensembles. Im ersten Schritt haben wir hier den Schlosshof saniert und weiterentwickelt. Das heißt, er ist besucherfreundlicher geworden durch barrierefreie Zugänge, durch ein lauffreundliches Pflaster, das eben auch für Menschen mit Gehbeeinträchtigungen gut geeignet ist. Ganz besonders schön ist aber dann die Erweiterung der Schlosshoffläche um diese Aussichtsplattform geworden, auf der wir beide hier gerade stehen, weil man von dort aus eben einen besonders schönen Blick in das Wesertal hat, mit der Flussschleife hin zu den Bergen im Hintergrund und dergleichen. Im nächsten Schritt wird das Museum im Schloss komplett neu gestaltet und ausgebaut. Die N-Bank war auf jeden Fall an der Stelle, können wir sagen, ein ganz, ganz toller Partner, die uns zur Seite gestanden haben, sodass wir diese Projektmittel dann auch tatsächlich verbauen konnten und umsetzen konnten. Toll ist, dass man tatsächlich mit seinen Problemstellungen, und da gab es auch einige beim Umbau, auch immer auf die Partner zugehen kann und tatsächlich da Gehör findet und im Sinne der Sache auch agiert. Die EFRE-Beantragung ist natürlich auch nicht ganz ohne, aber ich glaube, das ist auch zwecks des Umfangs absolut berechtigt. Dieses Management und die Kooperation mit den Partnern ist uns nicht nur mit unserem eigenen Partner, sondern auch mit den Fördermittelpartnern an der Stelle wirklich leicht gefallen, und wir hatten da großes, großes Glück.